Die Tat war kaltblütig. Warm scheint es dem Angeklagten heute vor dem Bonner Landgericht zu sein. Hassan H. soll einen guten Freund mit einem Messer enthauptet haben. Der Angeklagte soll den Kopf eines Mannes abgetrennt haben und mit diesem Kopf in einer Plastiktüte durch die Bonner Innenstadt hier zum Landgerichtsgebäude gekommen sein. Hier soll er dann den Kopf ohne die Plastiktüte vor dem Haupteingang abgelegt haben. Und zwar am 26. Juni. Mehrere Fußgänger sehen den Mann und den abgetrennten Kopf. Genau vor dem Gebäude, in dem seit heute der Prozess läuft. Fuad Yaman sitzt damals gegenüber in einer Bar und beobachtet alles. Ich habe erst mal nicht wahrgenommen, weil man sieht ja nicht alltäglich einen Kopf da rumliegen. Ich dachte erst mal, vielleicht ein Plüschtier oder ein Teddybär, eine Tüte oder sonst was ähnliches. Es war natürlich halt nicht normal. Der Tatverdächtige bleibt vor dem Gericht sitzen. Widerstandslos lässt sich der 39-Jährige festnehmen. Er steht wohl unter Drogeneinfluss. Der Angeklagte hat hier vor Ort die Polizeibeamten von sich aus angesprochen und auf den späteren Auffindungsort des restlichen Leichnams hingewiesen. Dieser befand sich im Bereich des Alten Zolls hier in Bonn, in der Nähe eines Biergartens. In den späten Abendstunden finden die Ermittler dann den Rest vom toten 44-Jährigen in einem Schlafsack. Der Angeklagte und das Opfer kannten sich aus der Obdachlosenszene. Die Obduktion fand bereits am nächsten Tag statt und diese ergab dann, dass der Mann bereits wegen einer schweren körperlichen Erkrankung vor dem Abtrennen des Kopfes verstorben war. Deshalb ist der Marokkaner nur wegen Störung der Totenruhe angeklagt. Heute schweigt der Mann vor Gericht. Warum er den Kopf abtrennte und vor das Landgericht legte, bleibt unklar. Hassan H. ist mehrfach vorbestraft und muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren rechnen. Es könnte aber auch sein, dass der Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung in eine geschlossene Psychiatrie muss. Auf unbestimmte Zeit. Das Urteil soll Mitte Januar fallen.